Okay, Zeit für den finalen Gebietskampf. Ich bin mega vorbereitet. Morgen ist der letzte Gebietskampf, bevor wir Citadel erobern. Bett fertig? Natürlich. Super, morgen werden wir alle sterben, habe ich da gerade kurz gelesen. Super, morgen werden wir alle sterben. Nein, alles geben. Sterben ist doch viel spannender. Es ist Zeit für unseren letzten Gebietskampf. Die anderen warten vermutlich schon. Auf geht's. Alles klar, die haben sich hier schon verbarrikadiert, sag ich mal, indem sie das Tor geschlossen haben. Und hier sind unsere anderen Kollegen. Also gut, da sind wir. Ja, okay, wir öffnen die einfach, okay. Gut, wo haben die den Schlüssel her? Wahrscheinlich so gefunden. Was für ein Spaß. Seid ihr alle soweit? Ich zeichne mich nicht gerade durch meine Geduld aus. Meinetwegen musst du nicht warten. Ich kann es kaum erwarten, loszuschlagen. Es könnte der letzte Gebietskampf sein, aber kein Grund, jetzt schlapp zu machen. Egal, wer da draußen auf uns wartet, auf sie mit Kybrüll! Team Satisfaction, auf geht's! Und wo bin ich? Jawohl! Jawohl, mein Führer! Ich folge Ihnen auf Schritt und Tritt! Und wieder ein. ja, ein. Dritter Weltkrieg. Zweiter Weltkriegswitz in diesem Let's Play. Nicht der erste. Mann, ich brauche Hilfe vielleicht. Okay. Alles klärchen. Die Musik hängt ein wenig hinterher. Genau wie erwartet. Wir sind 4 gegen 1 und er ist völlig hilflos. Wenn wir sie weiter einen nach dem anderen verprügeln, wird das ein Spaziergang. Ihr haltet euch wohl für besonders schlau, was? Aber ich wette, keiner von euch kann die dritte binomische Formel. Okay. Janka. Einer deiner Freunde will mitmachen. Wie? Und? Dann können sich zwei von uns einen von euch vornehmen. Ich wollte mich um jeden Ei selber kümmern, aber klar, die zwei überlasse ich dir. Ob wir einen oder zwei von euch schlagen müssten, macht keinen Unterschied. So, ihr zwei wollt euch also mit mir anlegen. Schafft es nicht alleine, allein, alleine. Alleine, ein Alleiner, eine Mischung aus alleine und ein einziger, alleine, ein einziger, alleine. Na gut. Okay, speichern und dann fordern wir diese zwei Idioten heraus. Du meinst, du hast nicht ein bisschen Angst? Ganz schön dreist. Ganz schön dreist von euch. Dass ihr denkt, ihr könntet mich schlagen. Alles klar. 2 gegen 1. Wie fair. Naja gut, die einer schafft es natürlich nicht gegen mich, deswegen versuchen sie sich zu zweit gegen mich. Aber selbst mit dieser schwachen oder feigen Methode können sie mich nicht schlagen. So. Warnen des Mutes erhöhe die ATK aller Monster auf deiner Spielseite nur während deiner Battle Phase um 200 Punkte. Die ist gut, wenn man viele Monster auf dem Feld hat. Entschuldigung. ja, ich muss jetzt mich ein bisschen umstrukturieren. Ich habe gerade eben sehr viel Hearthstone gezockt. Und das ist ja, so, da kann man ja mit den Monstern direkt einfach angreifen. Und ist nicht gezwungen, immer die Monster zu zerstören. Deswegen muss ich mich hier erstmal hineinfinden, wieder in das Yu-Gi-Oh! Gut, Belastungsprobe und dann noch die Sandmatte verdeckt. Und das müsste eigentlich schon genug sein. Die haben jetzt den Vorteil, dass die
mehrere Karten zur Auswahl haben. Wächter Reniatos. Falls du keine Monster auf deinem Friedhof hast, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Die Karte habe ich auch in meinem echten Deck. Und Eatos greift meine Sandmotte an. Kann ich das verhindern? Ja, mit meiner Belastungsprobe. Ich hoffe, wir haben Glück. Jawohl, wir haben Glück. Sehr schön. Back to the hand. Er kann die Karte allerdings nochmal beschwören. Allerdings erst in seiner zweiten Main Phase. Angreifen kann er uns damit nicht mehr. Jetzt hatte er Glück. Der Angriff kam durch. Nur halb so schlimm, denn er kriegt jetzt da Kampfschaden, da er unsere Sandmotte angegriffen hat. Jetzt spielt er wie gesagt nochmal Eatos, habe ich erwartet. Können wir leicht mit Schild und Schwert zerstören. In der Kombination. Dann müssen wir unsere Sandmotte allerdings dafür hergeben. Und hier ein kleiner Hänger. Okay, ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden. Ich setze die Sandmotte jetzt in die Angriffsposition. Dann vertausche ich die ATK und Verteidigungspunkte. So, jetzt haben beide dieselbe ATK-Anzahl, Eatos und Sandmotte. Das heißt, es wird jetzt ein Doppelkill. Nein, wird's nicht. Die hier. Während deiner Battleface, okay. Gut, dann wollen wir keine Sorgen zu machen. Denn das ist ja unsere. Verdammt. Er kriegt 400 ATK. Das ist nicht gut. Ich hatte schon irgendwie ein böses Gefühl, dass er seine ATK nochmal erhöhen wird oder irgendwas benutzt, um unseren Angriff abzuwehren. Das ist schlecht. Okay, dann versuche ich mich jetzt zu verteidigen. Und spiele noch Golgantes oder Gigantes. Gebe meine Sandmotte ab und spiele die als Spezial. So, und um das Ganze noch abzusichern, Zwangserkundungsgerät noch verdeckt. So. Jetzt habe ich eine andere Möglichkeit gefunden. Und zwar könnte ich ihn jetzt Eatos auf die Hand zurückgeben und dann sein Monster zerstören. Denn dann hat er ja ein Monster auf dem Friedhof. Oder was ist das für ein Monster? Die unsterbliche Bushi. Ich wollte schon das was anderes sagen. Diese Karte kann nicht als Tribut angeboten werden, außer für eine Tributbeschwörung eines Monsters von Typ Krieger. Während deiner Standby-Phase, falls diese Karte in deinem Friedhof ist und du keine anderen Monster kontrollierst, kannst du sie als Spezialbeschwörung beschwören. Du kannst diesen Effekt nicht aktivieren, falls Monster in deinem Friedhof sind, die nicht vom Typ Krieger sind. Okay, das heißt, wenn wir jetzt Eatos auf dem Friedhof legen, dann könnte er seine Bushi nicht mehr beschwören. Ich könnte sie jetzt allerdings auch mit Ektoplasma entfernen. Aber die kommt dann ja dann wieder zurück. Außer, wann kommt die zurück nochmal? Während deiner Standby-Phase. Standby-Phase. Das heißt, wenn die jetzt zerstören würde, kommt die wieder. Dann würde er in der Endphase Ektoplasma auf die benutzen, in seinem Zug. Und die einfach wieder opfern. Dann ist die nicht mehr auf dem Feld. Nee, das funktioniert nicht. Wie mache ich das jetzt? Soll ich warten? Aber ich kann doch nichts tun. Nichts tun. Ist nicht so gut. Andererseits habe ich natürlich eine gute Verteidigung, aber das kann sich sehr schnell ändern. Wenn ich das Monster jetzt kalt mache, kommst du zurück. Ich zerstöre es jetzt einfach mal.
Vielleicht fällt mir da dann noch was Neues ein. Jetzt würde es zurückrufen. Alles klar, er möchte angreifen. Hier ein kleiner Hänger wieder. Kommt ab und zu mal vor. Kann ich das irgendwie verhindern? Nein. Okay. Okay, ich hätte erwartet, dass er meine verräterischen Schwerter kaputt macht, aber er zerstört meine Belastungsprobe. Hm. Das war nicht so schlau, denn sein Monster kommt ja eh zurück. Warum verschwindet er seinen Ruf der Gejagten? Ich verstehe es nicht. Das ist bestimmt seine Strategie. Oh je, unsere Zeit läuft ab. Das ist böse. Riesenratte. Ich könnte jetzt meine Riesenratte opfern, um eine Statue zu holen, und dann könnte ich die Statue benutzen, um Eatos auf die Hand zurückzugeben. Allerdings beschwört er die ja dann wieder, denn der kriegt ja dieses Monster, wenn ich es jetzt zerstöre, wieder aufs Feld. Dann hat er wieder kein Monster auf dem Friedhof und er kann die dann wieder beschwören. Ganz einfach. Hm. Das ist sehr kompliziert. Das ist echt kompliziert jetzt. Ich setze sie mal in die Verteidigungsposition, um meine Verteidigung zu stärken. Und dann zerstöre ich seine unsterbliche Bushi. Na ja, das ist jetzt hier. Da war gerade ein falscher Angriffssound. Klang wie eine Klinge. Aber er hat geschlagen. Okay. Kann er seine Eatos nicht mehr beschwören, normalerweise. Aber jetzt holt er sein Monster vom Friedhof zurück. Verteidigen? Hä? Warum holt er seine unsterbliche Bushi nicht zurück? Ich bin verwirrt. Warum tut er es nicht? Hat da irgendeinen Effekt, dass es ihm nicht gestattet? Falls diese Karte in deinem Friedhof ist und du keine anderen Monster... Achso, ah! Ah, er kann ihn nicht spielen, weil er ein Monster bereits auf dem Feld hat. Das ändert natürlich alles. Jetzt könnte ich Ektoplasma benutzen. Und Eatos dann zerstören, dann sind wir diese Gefahr los. Mache ich auch. Jetzt die hebe ich mir noch auf. Ich spiele jetzt doch die hier. Und jetzt aktiviert sich der Effekt unserer Ektoplasma-Karte. Wir müssen ein Monster als Tribut anbieten. Üblicherweise müssen wir jetzt Gigantes benutzen. Da wir kein anderes Monster haben, was offen ist. Und er greift an. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Dann kann ich mir eine Statue beschwören. Ohne Kampfschaden nehmen zu müssen. So, Riesenratte liegt auf dem Friedhof. Jetzt aktiviert sich der Effekt meines Monsters. Und ich hole mir... ja, ich will jetzt nicht so viel riskieren, deswegen nehme ich mal die Wächterstatue. Das ist das nicht so wertvollere Monster. Er ist jetzt noch eine verdeckte, okay. Jetzt aktiviert sich der Effekt von Ektoplasma. Er opfert seine Eatos. Gut, jetzt haben wir Canyon gezogen. Eine nützliche Karte. Ich glaube, ich spiele sie mal. Oh, er annulliert sie. Na gut, soll mal recht sein. Die Karte werden wir auch häufiger in diesem Let's Play noch sehen.
Und ich bin mir sicher, bei einer Stelle werde ich mir dann auch, ja, mich dann ärgern. Okay, wir haben eine neue Karte gezogen durch den Effekt seiner finsteren Bestechung. Er kann den Effekt einer Karte annullieren und dann können wir eine Karte ziehen. Als Entschädigung, sage ich jetzt mal. Damit die Karte nicht ganz so stark ist. Den Karten ziehen halten die Macher ja für, also die Yu-Gi-Oh! Leute, für zu OP. Wegen Exodia! Exodia macht das Kartenziehen stark, ja. Könnte man eigentlich eine Regel einführen, dass wenn man kein Exodia-Deck hat, dass man ja verbotene Karten, die auf Kartenziehen spezialisiert sind, dass man die dann reintun kann in offiziellen Turnieren. Da muss man halt vorher die Decks, da überprüfen halt so Kontrolleure die Decks der Spieler und dann überprüfen sie, ob Exodia drin ist und nicht, und dann wird für denen eine spezielle ja, Kartenliste der verbotenen Karten freigeschaltet, sag ich jetzt mal. Das ist ja viel besser, als wenn man nur sagt, allgemein, Kartenziehen ist verboten wegen Exodia und die dürfen deswegen nicht drin sein. So, Punkt. Deswegen kein Krug der Dreckheit oder was weiß ich, Topf der Gier. Nein, niemals. Ninja Maestro Sasuke. Falls diese Karte ein Monster angreift, das in sich offen in Verteidigungsposition befindet, zerstöre das Monster durch den Effekt dieser Karte ohne Schadensberechnung. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt ein Monster haben, das offen in der Verdeckten liegt, wird es durch den Effekt zerstört. Oh nein, 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 nein! Ich habe vergessen, mein Zwangsevakuierungsgerät zu benutzen. Verdammt, egal. Naja, jetzt muss es auf dem Video pflegen. Durch die Ektoplasma-Karte. So, okay. Exort, super, können wir nicht spielen. Was mache ich als nächstes? Soll ich warten? Ich meine, wir haben 5000 Lebenspunkte noch übrig. Zwangsevakuierungsgerät können wir uns auch noch ein bisschen retten und dann ist der Effekt von Mangel Charme noch besser dann, wenn wir zwei Karten haben, die wir dann zurücklegen können, als wenn wir jetzt nur eine zurücklegen. Sonnenlicht-Einhorn! Naja, pro Spielzug während deiner Main-Phase kannst du die oberste Karte deines Decks vorzeigen. Falls es eine Ausrüstungszauberkarte ist, füge sie deiner Hand hinzu. Falls nicht, lege sie unter dein Deck. Okay, er benutzt den Effekt, schaut er sich die oberste Karte an und es ist eine zweite Sonnenlicht-Einhorn-Karte. Er ist wohl ein Brony. Oh nein, er greift mich an. Scheiße, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Oh. Ja, muss ich wohl. Ich möchte jetzt ungern 2000 Damage einstecken. Mit Exoplasma werden es sogar noch 3000. Halt nein, das muss Grund, das ist in der Grund, die Karte. Das wären dann ja 2900. Das möchte ich mir jetzt nicht leisten. Die habe ich doch mal rausgetan, ne? Ich finde die jetzt nicht so gut. Deswegen gebe ich sie zurück und will, ich ziehe sie nochmal. Dann rege ich mich auf. Ah ja, Moai Abfangkanonen. Nützlich und Waboku. Alles klar, macht euch bereit für einen direkten Angriff auf eure Lebenspunkte. Nimm das! Greift an mit Laserstrahlattacke, wie es auf dem Bild gezeigt wird, oder was auch immer. Okay, jetzt kann ich Ektoplasma benutzen und die Lebenspunkte von denen noch weiter dezimieren mit, um 550 Punkte. Dann hätten sie nur noch 1200. Das ist mir allerdings jetzt nicht wert, denn es ist momentan unser einziges Monster. Und die haben viel mehr Möglichkeiten als wir, da sie zu zweit spielen. Schwertmeister, die habe ich auch, aber ich habe sie nicht in meinem Deck. Falls ein Monster vom Typ Krieger, das du kontrollierst, ein Monster deines Gegners angreift und das Monster des Gegners nicht durch Kampf zerstört wird, kannst du diese Karte am Ende des Damage Steps als Spezialbeschwörung auch von deiner Hand beschwören. Verteidigungsposition niedriger, geht durch Defense, okay.
Mensch, das kann man alles einfach kurz fassen, indem man sagt, dieses Monster geht durch Verteidigung. Und nicht während eines Kampfes zwischen der Differenz und zwischen irgendwas mit Differenz. Okay, er muss sie abgeben wegen meiner Exoplasma-Karte. 600 Effektschaden für uns. Und jetzt gibt's einen direkten nochmal mit den Mohai Abfangkanonen. Haben wir noch irgendwas? Waffenstillstand haben wir auch noch. Das heißt, wir könnten es eigentlich schon im nächsten Zug beenden. Oder vielleicht sogar noch in diesem Zug. Gut, Waffenstillstand, decke alle Monster in verdeckter Verteidigungsposition auf. Flip-Effekte werden dabei nicht aktiviert. Füge deinem Gegner 500 Schaden für jedes offene Effektmonster auf dem Spielfeld zu. Wir haben ein Effektmonster, das wären 500, das haben wir dann noch Ektoplasma. Und die wird ihn dann erledigen. So, es gibt 500 Damage für ihn. Und jetzt kommt Ektoplasma und das Ganze sollte gegessen sein. Das war nicht leicht, das Duell, aber wir haben gewonnen. Okay, 360 DP für uns. Neue Karten warten auf uns, okay. Wir beide zusammen haben verloren. Nicht zu glauben. Ha! Die zwei haben auch verloren. Wo sind die denn hin? Ach, ich vergaß. Ich habe noch etwas zu erledigen. Oh, puh, mein Magen knurrt vielleicht. Schätze, ich gehe und hole mir was zu futtern. Genau, haben nichts besseres zu tun, als zu futtern, nachdem ihr Gebiet angegriffen wurde. Und da kommt Jack. Nun, wie es aussieht, haben wir beide heil überstanden. Egal, wie viele von diesen Versagern gleichzeitig auf uns losgehen, sie haben keine Chance. Yep, das stimmt. Gut, aber zunächst erstmal sollten wir speichern. Denn ich möchte ungern das Ganze nochmal machen. So, speichere Daten. So würdet ihr das machen. Ich mache das jetzt hier mit dem Save State auf dem Emulator. Ich nehme jetzt mal den von, den älteren, nämlich den von 21. Juli. Ja, benutze ich wieder meine Tastatur. Und hier geht es nach oben. Die Stelle kennen wir ja auch aus dem 2009er. Da war ja damals so ein Countdown, wo wir dann damals ja, schnell irgendwo vorbei mussten, bevor sich ein Tor schließt. Anscheinend haben sie diese Stelle hier recycelt. Aber die recyceln viele Stellen aus dem 2009er. Habt ihr auch sicherlich auch schon einige Stellen auch schon gesehen. Okay, hier ist nichts los. Gehen wir mal hier rein. Ui, und hier wird kräftig duelliert. Und hier duelliert sich Crow gegen einen von dem gegnerischen Team. Nichtwächter, genau, Team Nichtwächter. Was ist denn das überhaupt für ein bescheuerter Name? Ich meine, wer nennt sein Deck Nichtwächter? Wenn ich was mag, dann benenne ich es ja nicht nach dem, oder? Ich nenne meine Gänge auch Nicht-Crow. Das klingt ja völlig bescheuert. Okay, wir haben hier das oberste Stockwerk erreicht, wo wir damals gegen Lenny 1000-mal verloren haben. Gehen wir mal nach unten und ich hoffe, da ist ein Speicherpunkt, wo wir speichern können. Und hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Gut, dann setze ich hier mal ein Save State. Leider müsst ihr dann, ja, wenn ihr hier seid. Ah ja, okay, hier ist ein Speicherpunkt. Ihr müsst dann hier speichern, wenn ihr hier seid. Okay, und hier finden wir noch eine Truhe.
Geschenkchen. Ach, wie schön. Die gegnerische Gang hat uns 200 DPs hinterlassen. Ist das nicht freundlich? Okay, weiter geht's. Ich habe das Gefühl, da passiert jetzt was. Ach, habe ich dich endlich gefunden. Hey, hier drüben. Haben wir dich endlich gefunden. Wir zwei sind bereit, dir unsere wahre Macht fortzuführen. Ja, genau. Und sag nicht, das wäre feige. Das ist Teil einer brillanten Strategie. Du hast kein Glück. Und du solltest lieber unsere Bedingungen akzeptieren und aufgeben. Achso, okay, ihr wollt euch also jetzt auch mit mir messen? Gut, das letzte Duell hat mich jetzt ein bisschen verunsichert, da wir hatten einige Probleme gegen die zwei damals hatten, oder ja, hatten halt. Damals ist ein bisschen schon. Damals jetzt zu sagen, wäre schon ein bisschen übertrieben, sag ich jetzt mal. Ja, ich würde sagen, los geht's. Mein Gott, was ist mit mir los? Heute bin ich irgendwie anders drauf als sonst. Mit deiner Hilfe werden wir berühmt. Wieso? Ich bin doch nur ein unbedeutender Duellant aus der Ghetto. Mit Michi Straße und mächtiger Vogel. Oh Gott, Störenfriede, mächtiger Vogel. Oje, ist es vielleicht der himmlische Vogel? Haben die vermutlich ein Burner-Deck? Oh ne, hoffentlich nicht. Oh Gott, wenn die ein Burner-Deck haben, muss ich zuerst anfangen. Okay. Steinstatue, Riesenratte und Golem-Wachstatue. Die setze ich jetzt mal verdeckt. Ich hoffe, er greift die an, denn jetzt benutze ich noch die Zauberkarte Canyon, was den Kampfschaden verdoppelt, wenn unser Monster verdeckt angegriffen wird und eine höhere Verteidigungskraft hat, als der Gegner Angriffskraft hat. So, dann noch mystischer Raumtelefon verdeckt und das reicht auch schon. Jetzt schaue ich mal nach, was die für ein Deck haben. Ich gehe stark davon aus, dass sie ein Burner-Deck haben. Gebieterische Ritter. Solange sich andere Monster auf deiner Spielfeldseite befinden, kann dein Gegner diese Karte nicht als Angriffsziel wählen. Außerdem, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, erhöhe die ATK von Monstern vom Typ Krieger auf deiner Spielfeldseite um 400 Punkte. Okay, das sieht nach Kriegerdeck aus. Er greift an und kommt nicht vorbei. Das heißt, er kriegt jetzt 400 Schaden. Wegen unserer Canyon-Zauberkarte wird der Kampfschaden verdoppelt. Und was machst du jetzt? Eine verdeckte, okay. Gut, die werde ich sofort ausradieren. Ich gehe jetzt nicht mehr davon aus, dass sie einen Burner-Deck haben. Oh! Ja. Mega-Felsdrache. Die könnte uns helfen, wenn wir keine Monster mehr haben. Dann können wir einfach den Ritter... Ne, Quatsch, dann können wir einfach unsere ganzen Monster abgeben. Und dann ein starkes Monster spielen. So. Jetzt setze ich den Golem-Wachposten in die Verdecke zurück, um eine Flippbeschwörung vorzubereiten mit dem Effekt. Und das reicht auch schon. Jetzt ist sein Kollege an der Reihe. Na? Nebeltalfalke! Du kannst mit diesem Zug nur einen Angriff deklarieren, wenn du eine Karte von deiner Spielfeldseite zurück auf die Hand nimmst. Alles klar. Das heißt, er würde jetzt wahrscheinlich angreifen. Aber er muss dafür seinen Ritter abgeben. Na los, gib den Ritter wieder auf die Hand zurück. Was? Warum kann er angreifen? Er muss, er ist ein Monster auf... Achso, okay. Ah ja, jetzt verstehe ich. Wie der Effekt abläuft. Oh nein, er hat meinen Golem-Wachposten klein gekriegt. Oh, gemein. Zerstört er noch meine Riesenratte?
Schönen Dank auch. Das zahle ich dir heim. Dafür gibt es bittere Rache. Mach dich auf was gefasst. Pass auf, Riesenrattes Effekt wird jetzt aktiviert. Und der Effekt bewirkt das. Echt? Kann ich Kiosungs beschwören? Stimmt, er hat ja weniger als 1500 Angriffspunkte. Na gut, dann spiel Kiosungs. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt neu, dass man Kriosphinx beschwören kann, aber natürlich. Klar, die Karte hat ja weniger als 1500 Angriffspunkte. So. Hierakusphinx, die könnte ich jetzt theoretisch spielen, indem ich mein Megafestrache spiele als Spezialbeschwörung und dann die Opfere für die Hierakusphinx. Dann hätte ich Hierakusphinx und Kriosphinx auf dem Feld. Das ist sowohl eine gute Angriffs- als auch eine gute Verteidigungsstrategie. Ich glaube, das mache ich. Ich gebe jetzt meinen Golem Wachposten ab, entferne ihn aus dem Spiel und spiele meinen Megafestrache. Den opfere ich jetzt und spiele Hierakusphinx. Zack, auf dem Friedhof mit dir. So, jetzt haben wir unsere Hierakusphinx und unsere Kriosphinx auf dem Feld. Die Kriosphinx setze ich in die Verteidigung. Und die Hierakusphinx kommt in die Verteidigung. Quatsch, andersrum. Die Kriosphinx kommt in die Verteidigung und die Hierakusphinx greift seinen Nebeltal-Feike an. Keine Falle, danke. 500 Schaden für dich. Okay. Jetzt bräuchten wir noch Exot. Dann haben wir eine gute Methode jetzt, wie wir den Gegner leicht besiegen können. Und was macht ihr jetzt als Bergzaki Koal Meku? Meru, sorry. Zerstöre diese Karte in jeder deiner Endphasen. Wenn du nicht einen Eisenkern von Koal Ki Meru von deiner Hand auf den Friedhof legst, oder zeige ein Monster von Typ Krieger aus deiner Hand. Wenn diese Karte gegen ein Okay, ich glaube, die geht durch die Defense. Kugelsprenger, rüste nur einen Koal Meru. Koa Ki Mairu Monster mit dieser Karte aus. Falls es gegen ein Licht- oder finsteres Monster kämpft, was es nicht tut, denn wir haben nur Erdmonster auf dem Feld, überprüfen wir es dann mal. Okay, leider geht es nicht. Zerstöre das Monster, wenn das angerüstete Monster Friedhof landet, dann was? Kannst du diese Karte auf deine Hand? Okay, willst du zurück auf die Hand nehmen? Kein Doppelkill. Er will einen Doppelkill machen und die dann wieder auf seine Hand zurückgeben lassen. Durch den Effekt seiner Zauberkarte, mit der er es gerade ausgerüstet hat, und es funktioniert. Verdammt. Ja, jetzt aktiviert sich der Effekt seiner Zauberkarte, ja. Verdammt, ich rede so undeutlich heute. Vielleicht sollte ich den Part schon jetzt nach dem Duell beenden. Denn ich komme mir so vor, als würde ich schlechter kommentieren als sonst. Soll es ein Monster zurück auf die Hand wegen seiner Zauberkarte, der lebendig heimkehrende Krieger? Und er setzt seinen Ritter in die Verteidigung. Warum macht er das? Achso, der hat 1900 Verteidigung. Okay. Gut, soll ich Riesenratte spielen oder die hier? Na gut, es besteht die Chance, dass er es angreifen wird. Allerdings hat er jetzt seinen Kuai Mairo wieder auf die Hand geholt. Und die wird dann wieder 2400 Angriffspunkte haben. Und dann wäre diese Karte ja ein leichtes Opfer für die Angriffskraft seines Monsters. Alles klar, dann muss ich mich jetzt einigeln nochmal. So, Endphase. Aber jetzt ist erstmal sein Kollege an der Reihe. Er hat die Karte ja nicht auf der Hand, sondern er hat andere Karten. Das ist ein Nachteil an Tech-Duellen. Und er will angreifen. Das ist mutig. Aber es klappt für ihn, denn er zerstört jetzt meine Riesenratte. Ich lasse das auch zu, denn dann kriege ich das Monster, was ich gerne haben möchte, aus meinem Deck. Aufs Spielfeld.
Ist lächeln. Riesenratte. Effekt aktiviert sich. Und jetzt? Was hole ich mir denn? Ich glaube Medusawurm. Medusawurm wäre hier jetzt ziemlich gut. Genau, ich hole mir den Medusawurm. Dann kann ich seinen gebietischen, also seinen Ritter ganz leicht ausschalten durch den Effekt. Und es ist jetzt noch ein verdecktes Monster. Okay. Das könnte ich ihnen theoretisch auf die Hand zurückgeben. Ah, neue Abfangkanonen. Okay, sehr schön. Jetzt ist guter Rat teuer. Ich könnte jetzt sein Monster zerstören. Mit dem Effekt vom Medusawurm. Und dann mit Zwangswerk oder irgendwas Gerät sein verdecktes auf die Hand zurückgeben. Und ihn dann direkt angreifen mit drei Monstern. Damit würde ich natürlich ein Zeichen setzen. Allerdings steht die Chance, dass sie dann meine Monster zerstören leicht. Ach komm, ich mach das jetzt einfach. So, dann Kryosphinx in die Angriffsposition sollte man nie machen. Hier allerdings ist es eine Ausnahme. Du kommst verdeckt und wirst wieder geflippt. Jetzt aktiviert sich der Effekt des Monsters. Moment, er hat es gerade in die Angriffsposition gesetzt, oder? 1600, okay, das ist immer noch zu hoch. Wir kommen trotzdem noch nicht vorbei. You must be destroyed. Und da ist eine Kette. Das hier. Auf sein anderes Monster. Ich hoffe, er annulliert das jetzt nicht. Ach, zum Glück, okay. Und jetzt hagelt es Schaden für ihn. Ach ja, stimmt. Das habe ich ja auch vergessen. Sein Monster landet auf dem, oder eins seiner Monster landet auf dem Friedhof durch unsere Kryosphinx. Zum ersten. Bam. Zum zweiten. Mach dich auf ein Massaker gefasst mit deinem Blut. Und zum dritten. So, das war ein Rückschlag für die zwei. Als nächstes setze ich meine Moe-Abfangkanonen wieder zurück in die Verteidigungsposition, damit sie nicht zerstört werden. Und jetzt muss ich hoffen, dass sie wenig Schaden an meinen Monstern anrichten, denn die sind jetzt leicht verwundbar und leicht zu zerstören. Ich gehe davon aus, dass mein Medusawurm zerstört wird. Denn dieses Monster, der Medusawurm, hatte den Effekt, dass es Karten zerstört, wenn es geflippt wird. Allerdings kann es auch sein, dass er meine Kryosphinx angreifen wird. Denn Kryosphinx ist das wertvollere Monster von den beiden. Es kommt wieder ein Kettensprenger. Meine Güte. Na, ich bin gespannt jetzt. Was wählt er? Er wählt meine Kryosphinx. Ich hätte jetzt erwartet, dass mein Medusawurm zerstört, um den Effekt zu vermeiden. Es kommt irgend so ein Effekt, der mir egal gerade ist. Ah, nein, er kann zweimal. Warum kann er zweimal angreifen? Wegen seines Effekts. Achso, stimmt, wegen seines Effekts. Okay, ich habe ihm die Wahl gegeben, eins meiner Monster zu zerstören. Was macht er? Er greift einfach zweimal an. Super! Spiel, ich liebe dich. Was passiert jetzt? Hui, er zeigt mir einen Bergzaki, einen zweiten, super. Und ich hasse dich. Laboku, die hätten wir früher gebrauchen können, aber egal. Steinstatue. Nein, ich hab mich vertippt. Egal, wir haben Laboku, das ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm, wir haben Laboku, das ist nicht so schlimm. Außerdem würde er jetzt sowieso angreifen. Was? Du kannst diese Karte auf dem Friedhof ablegen und deiner Hand eine Jagdrunde der Harpien von deinem Deck hinzufügen. Der Name dieser Karte wird als Harpie behandelt, solange sie auf dem Friedhof, Spielfeld oder im Friedhof ist, okay.
Gut, ich werde sie jetzt aktivieren. Muss ich sowieso, er wird ja sowieso angreifen. Er wird jetzt allerdings bestimmt angreifen, um zu sehen, was ich verdeckt gesetzt habe. Okay, diese Karte bewirkt, dass mein Spielfeld-Zauber kaputt geht. Zum ersten und zum zweiten. Wenn er eine HP beschwört, kann er eine Zauber- oder Feindkarte für uns zerstören. Tja. Das wäre jetzt der Fall. Allerdings haben wir keine Zauber- oder Feindkarte auf unserem Feld. Das heißt, er muss eine wählen. Und er zerstört seine... Okay, er musste eine wählen und er hat seinen Spielfeldzauber zerstört. Godlike. Okay, jetzt verdoppelt er seine HP mit vornehmer Egoist. Er opfert die jetzt und beschwört das hier. Halt, nein, du musst nichts opfern. Okay, dann habe ich den Effekt der Karte missverstanden. Oh je, das sieht nicht gut aus. Das sieht böse aus. Verdammt, was mache ich denn jetzt? Ach, er hat kein Koi Meiku. Mairo. Maiku, Mairo, Maiku klingt cooler. Jetzt kriegt er einen weiteren Kernspring auf die Hand. Na gut, das bringt ihm glaube ich nichts. Da bräuchte er seinen Kollegen, der auf die Mairo-Karten spielt. Verdammt, 2250. Oh Gott, das ist nicht gut, das ist böse. Warum hat die so viel? Achso, wegen der hier. Ich muss mich jetzt leider verteidigen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Angreifen wäre bescheuert. Denn dann würde ich meine eigene Monster einfach zerstören. Okay. Jetzt wird er eins meiner Monster zerstören. Meine Steinstatue oder meine andere Verdeckte, wo ich den Namen gerade vergessen habe. Oh nein, es kommt noch eine zweite Angriffskarte. Eieiei. Das Deck von denen spielt ja voll auf Angriff. Angriff, Angriff, Angriff! Komme ich mit meiner Verteidigung nicht weit? Natürlich nicht. Hä? Warum zerstört er mit seinem Kuai Mairo nicht meine Steinstatue? Ich bin verwirrt. Warum hat er es nicht getan? Hat er Angst? Wegen meiner verdeckten Falle oder wie? Ektoplasma. Oh, die hilft mir nicht viel. Allerdings könnte ich die mit der Belastungsprobe eines Reisenden gut benutzen. Ah, das sieht böse aus, das sieht sehr böse aus. Oh Gott. Ein viertes Monster, verdammt. Okay, das sieht ziemlich nach Niederlage aus jetzt. Momentan. Ich wüsste jetzt nichts, was mich noch retten könnte. Ach, seine Koi Mairo Monster nerven, die habe ich noch nie gemocht. Okay, das sind jetzt die Harpien, die mich angreifen. Jetzt benutze ich meine Belastungsprobe. Ich hoffe, er rät falsch. Aber ich bezweifle es. Zauberkarte, ja, habe ich gewusst. Ich habe schon gedacht, dass ich scheitern werde. Jetzt bin ich gespannt, ob die KI so dumm ist und sich diese Karte nicht gemerkt hat, was ich da jetzt gerade auf der Hand habe. Der Kettensprenger geht mir auf die Nüsse. Entschuldigung. Aber es ist die Wahrheit. Wenn ich verliere und irgendwelche Karteneffekte benutzt werden, die sinnlos sind, bin ich genervt und werde wütend. Hui, du hast ihn wieder auf der Hand. Respekt und Glückwunsch. Hui, du hast mich direkt angegriffen. Mein herzlichen Glückwunsch. Das schaffen nicht viele. Und die Harpien greifen mich jetzt an. Hurra. Ja, das war jetzt eigentlich total useless, was ich gemacht habe. In real natürlich ist es auch natürlich useless, aber gegen die KI kann man sowas schon probieren. Das war sinnlos. Warum hast du das gemacht?
Waffenstillstand. Das sieht nicht gut aus. Ich muss jetzt darauf hoffen, dass die jetzt alle drei falsch raten, wenn die angreifen. Ansonsten habe ich verloren. Okay. Stellen wir unser Glück auf die Probe. Die Chancen sind zwar gering, dass wir dieses Duell noch überleben werden. Ja, okay. Das war's. Ja, jetzt ist das eingetreten, was ich schon erwartet habe. Wir werden hier auch häufiger verlieren. Ja, unser Charakter ist jetzt sinnloserweise in Ohnmacht gefallen. Jetzt müssen wir uns das ganze Quatsch nochmal anhören von den Leuten. Ich bin am überlegen, ob ich das jetzt noch in diesem Part machen soll oder erst morgen. Naja, momentan ist meine Aufnahmestimmung im Keller, sag ich jetzt mal. Und deswegen würde ich vorschlagen, ich verschiebe jetzt diesen Kampf auf morgen. Und dann erlebt ihr morgen einen etwas besseren Part, als ihr heute erlebt habt. Ja, in dem Sinne, wir sehen uns dann morgen. Und dann machen wir die zwei Lappen hoffentlich fertig. Also, bis morgen dann. Und ja, macht's gut und schönen Tag euch noch. Ciao, euer Anketil.